And that, ladies, is how I saved a bundle on my long-distance telephone service. Back to work, everyone. A massive army of machines has surrounded the city. The machines are not moving, and they are not communicating. Local authorities are investigating. Hab ich vielleicht was mit diesen ganzen komischen Vorfällen zu tun? Ich meine, was die hier treiben, weiß ich ja nicht. Ich bin nur der Typ, der hier die blöden Programme schreibt. Lustigerweise ist da gleich noch eine Kaffeepause. Das ist interessant. Und es teilt sich auch relativ sehr schnell wieder. Ja, und da wird sogar grün, heißt wahrscheinlich noch schwerer. Wobei ich grün eigentlich mit positiv verbinde. Hey. Ich bin gespannt. Was machen wir? 16 oder 17? Ich würde sagen 16. Absolut positiv. So bin ich eben. Haha! Man hat festgestellt, dass eine positive Einstellung die Produktivität erhöht. Sie ist daher jetzt verpflichtend. Lächeln Sie! Die Geschäftsführung beobachtet Sie! Okay. Dann werde ich jetzt so weitermachen mit einem breiten Grinsen, auch wenn ihr es nicht seht, aber hört. Ich werde lächeln! Aber ich habe keinen Mund. Ich schon. Bewegen Sie jedes Ding von der Inbox in die Outbox. Sollte aber eine Zahl negativ sein, müssen Sie vorher das Minuszeichen entfernen. Was bitte willst du? Es gibt ja noch kompliziertere Jobs. Ja, witzig bist du. Inbox. If Zero. Kapitu. Kapitu. Null. Kann bleiben. Mit null adden. Yes. Was das? Outbox. Inbox. Outbox. Copy to add Outbox. Müsste stimmen. Nee, Moment mal, das ist ja Blödsinn, was ich hier mache. Das ist ja absoluter Blödsinn, was ich hier mache. Weil beispielsweise minus 8 plus minus 8 ist ja nicht 0. Beziehungsweise ich muss nur das Minuszeichen entfernen. Ich darf ja nicht mal die Zahl ändern. Ach jo, gib mir dann halt noch was. Übrigens, falls ihr es noch nicht euch gedacht habt, es ist blind. Ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Copy 2. Okay, sagen wir mal, ich habe die minus 8. Sollen tatsächlich nur... Ja, tatsächlich nur das Minuszeichen. Ich darf die Zahlen nicht ändern. Minus 8. Wie entfernen wir jetzt ein... Vergiss it. Sub? Ja, minus 8. Minus, minus 8? Ist 0. Ne, ist plus. Was? Doch, ist 0. Und dann? Und dann? Dann nochmal.
Müsste klappen, oder? Wir nehmen die minus 8. Wir kopieren die dahin. Minus minus 8, das ist 0. Und wieder minus minus 8, das ist plus 8. Und dann outboxen wir den ganzen Mist. Und ansonsten machst du es bitte direkt outboxen. Schauen wir mal, ob er es macht, was ich machen möchte. Was machst du? Ah, nix if zero, if negativ, du Affe. Ja. Deswegen funktioniert hier nichts. So, minus 2. Schön brav da hinlegen. Yes! Okay, das Programm war schnell gelöst. Da bin ich mal wieder froh. Ich dachte, jetzt hängen wir tatsächlich bei jedem Level so lange, aber ist die Frage, Optimierungsziele geschafft? Die Größenoptimierung, ja. Aber nicht die Laufzeitoptimierung. Hey, ich sag ja, die Programme sind nicht so schwer. Der Rest nur. Warum müssen sie auch immer so optimiert sein? Ja, bei kleinen Programmen mittlerweile macht das natürlich nichts. Früher dagegen war eine Zeile Code, dürfte man sehr lange warten. Deswegen schön, dass wir in der heutigen Zeit leben, aber natürlich bei 30.000 Zeilen Code, wenn da 10.000 unnötig rumfliegt und das Programm ist durch, geht es natürlich blöd. Wobei das nicht mal Zeit kosten würde, aber ihr wisst, was ich meine. So, Inbox. Computer Sub Sub. Negativ, die Outbox habe ich ja schon danach hingepackt. Dass das kein Aufwand mehr ist. Das macht auch keinen Sinn. Heads up. Was könnt ihr mir hier irgendwas vereinfachen? Zack. Zack. Ansonsten zack. Nehmen wir die weg, damit ich das mal übersichtlicher habe. Schöne Musik. Jetzt ist nur die Frage. Wir nehmen if negativ. Aber wenn kein negativ. Es muss doch so aufgebaut werden, oder nicht? Box. Sub, sub, was geht denn? Die 8 kommt direkt. Ich denke, das Outbox kann einfacher gemacht werden. Sinn. Ich kann zwar den Jump-Befehl weglassen, aber dann muss ich ein paar Sachen dafür hinzufügen. Wie viel war es nochmal? 36 und ich mache 40. Dann zeig mir mal meine 40 Schritte. Eins. Achso, ich muss ja so zählen. Eins, zwei.
Ich muss irgendwie diese blöden Jump-Befehle gescheit einkriegen, das ist klar. Kannst du um einen Schritt verkleinern. Indem ich nicht das blöde Inbox da durchgehe. Das lässt sich auch nicht austricksen. Ja, irgendwas habe ich. Irgendwo habe ich Mist gebaut. Beziehungsweise, du kannst ja auch hier durchgehen. Funktioniert es wieder? Okay. Aber hat mir was gespart? Eigentlich ja nicht. Nö. Das ist aber nicht mehr geworden. Also nicht komplett versaut habe ich's. Hey, es hat tatsächlich mal wieder was funktioniert, was ich gemacht habe. Diesmal ohne Hilfe bin ich drauf gekommen. Das Programm sieht absolut beschissen aus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist der ganze Müll? Ich weiß nicht, was ich hier selbst geschrieben habe. Aber, und jetzt kommt's, es funktioniert. Der Anfang ist gleich geblieben. Nur das Ende ist jetzt anders. Und zwar habe ich ja hier den Inbox-Befehl direkt, dass er den nimmt. Und er entscheidet hier bereits, wo er hingeht. Wenn es negativ ist, geht er hier durch und ist gleich wieder da. Wenn er positiv ist, muss er tatsächlich nur hier durch und ja, ist damit durch. Es hat funktioniert, also bin ich stolz auf mich. Scheiß drauf, dass das Programm nicht gescheit aussieht. Das kann der Praktikant dann übernehmen. Exklusive Lounge, das habe ich mir doch verdient. Endlich Urlaub. Ja, ich habe mich mit schönen, kalten, logischen Entscheidungen immer am wohlsten gefühlt. Emotionale Entscheidungen sind für Schwächlinge. Diese Aufgabe ist eine grundlegende Operation der Boolschen Logik. Sie heißt XOR, exklusives Oder. Mit dieser neuen Information ausgestattet, können Sie selbst weiterforschen, wenn Sie möchten. Und schon wieder die Wissenschaftler beobachten mich. Es macht mich nervös. Dann zeig mal her. Für zwei Dinge in der Box. Legen Sie eine Null in die Outbox. Ach du Scheibe, was sieht das aus? Legen Sie eine Null in die Outbox, wenn Sie das gleiche Vorzeichen haben. Beide positiv oder beide negativ. Legen Sie eine 1 in die Outbox, wenn sich Ihre Vorzeichen unterscheiden. Wiederholen Sie, bis die Inbox leer ist. Okay, ich darf nicht vergessen, was ich 0 und 1 brauche. Okay. Dieses Gleiche natürlich ohne den Befehl, der nicht existiert, müssen wir es irgendwie arbeiten. Inbox, ich mache es erstmal ganz simpel. Weil ich erstmal das Programm kapieren muss, danach können wir uns um Optimierung kümmern. 0 und 1. 0 und 1. Dreimal dürft ihr raten, was ich bin. Eine 0 oder eine 1.
Okay. Schlägt das mal beide hin. So. Jetzt kann ich die Sub. Ach, keine Ahnung. Ich kann mit positiven erstmal arbeiten. Die positiven Zahlen kann ich relativ schnell aushebeln. Und das mache ich jetzt. Boah, sieht das hässliche Kreuz. Macht das weg. Ja, ich male nicht so oft mit der Maus. Alter, ist das hässlich. Das sieht doch nicht gut aus. Mach gescheite. Warum sehen die Kreuze so dämlich aus? Besser? Ja. Bisschen. Okay, für zweimal plus. Später muss es wahrscheinlich sowieso nicht gemacht werden. Weil ich denke jetzt nur an jeden Einzelfall erst. Und sobald ich jeden Einzelfall habe, kann ich sie auch zusammenfassen. Wenn ich sehe, aha, geht. So, gut, wir fangen ganz ruhig an. Wir nehmen, ich weiß, wir haben sowieso den Einser. Das Programm hat allerdings eher jetzt den Zweck, erstmal mir alles verständlich zu machen. Wir nehmen die 7. Machen Sie minus 1, ja, damit können wir arbeiten. So. Da habe ich 6. Copy 2, kommt da was? Was mache ich da eigentlich? Ihr seht später, was ich machen möchte, aber es muss erstmal funktionieren. Okay, ja. So, minus 1 kommt raus. Das ist schön. Das ist schön. Jetzt nehmen wir Copy from da und machen dasselbe. Sub. Das Sub. Das Copy to dahin. So. Hey. Copy to 3. Und jetzt machen wir 3. Minus 2. Beziehungsweise minus minus 2. Bei positiven Zahlen. Wenn 2 positive sind, kommt... Das kommt 0 raus. If 0, das gleiche Vorzeichen, dann tust du bitte eine Copy from. Muss ich überhaupt Copy from machen? Eigentlich nicht, weil ich hab's ja schon. Ich mach's trotzdem, damit ich's im Kopf habe. Was? Copy from? Was? Ah, doch, Copy from, ja, stimmt. Fair und Outbox. Wie gesagt, Copy from muss ich nicht mehr machen. Weil ich habe quasi eine 0 schon dann in der Hand. Es geht mir nur darum, das zu kapieren und die Kommentare sind mir nicht besonders. 0 ist in... Das kann ich wunderschön malen. Ist in Hand. Checkt man das, dass das eine Hand sein soll? Egal. Oh Gott. Gut. So, jetzt die Frage ist, was kommt bei den anderen Dingern raus? Also, wenn es 2 positive sind, habe ich's. Jetzt die Frage ist, wenn es 2 negative sind. Ich habe minus 3. Das kommt hier, kommt minus 1. Das sind minus 4. Minus 4, minus 3 ist
Minus 7. Da kommt ja auch minus 7 raus. Und dann mache ich Sub, gell? Ach du Scheiße. Aber warte, warte, warte. Stimmt, stimmt, stimmt. Für zwei Dinge in dem... Doch, es funktioniert. Ach so, wenn sie das gleiche Vorzeichen haben. Ja gut, ich habe jetzt Pech, dass das Siegel derselben Zahlen sind. Sogar. Klar funktioniert es mit denselben Zahlen. Lass mir mal irgendwelche anderen Zahlen sein. Nein. Ich brauche irgendein Beispiel, komm schon. Danke. So, minus 5. Minus 1 ist minus 6. Minus 6, minus 5 sind minus 11. 11 kommt dahin. Minus 11 kommt dahin. Dann kommt 3. Minus 1 ist 2 logischerweise. Das ist minus 1. Minus 1. Was habe ich gesagt? Ist das? Minus wie viel? Was? 5? Minus 11 müsste das sein. Minus. Dann ist, au. Also im Moment funktionieren es nur für zwei positive Zahlen. Für zwei unterschiedliche funktioniert es. Ja, obwohl, vielleicht genau. Ja, nee, 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 nee. Was kommt bei zwei Negativen raus? Sagen wir mal, das ist eine minus 3. Dann kommt eine größere Minuszahl raus. Super, toll. Yippie! Die Frage ist, lohnt sich ein so komplexes Programm zu schreiben? Okay, ich darf ein bisschen was nutzen. Ich denke, das... Ich denke, zu kompliziert. Im Moment finde ich das... Also ich denke halt so, ich suche mir Teilprobleme des ganzen Großen aus und versuche jeden kleinen Teil zu lösen. Und wenn jeder Teil geschafft ist, dann habe ich das ganze Große und dann kann ich alles toll machen. So. Aber es ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Also mache ich es mir eigentlich komplizierter. Was ist, wenn ich es gleich am Anfang definiere? Inbox. If negative. Copy to 1. Ansonsten copy to 0. Dann definiere ich es gleich am Anfang. Oh, ich könnte es mit... Ja, vielleicht könnte ich mit 3, 4 Jump-Befehlen, aber dann check ich doch gar nichts mehr. Blöde Jump-Befehle. Gib mir doch ganz normale If-Befehle. Also, copy to, ja, das muss natürlich übersprungen werden. Ich probiere nur etwas, so. Jetzt nimmst du wieder was aus der Inbox. If negativ, tust du es bitte auf die 3. Ansonsten tust du es bitte auf die 2. Ey, das bringt aber nichts. Jetzt bin ich einen anderen Weg gegangen als da, wie ihr seht. Weil hier definiere ich es gleich am Anfang, aber das bringt mir eigentlich nichts. Weil ich kann nicht vorhersehen, wo die Zahlen liegen. Heißt, wenn auf 0 und 2 die Zahlen liegen, dann sind zwei positive, gut. Wenn auf 1 und 3 liegen, zwei negative. Wenn ich allerdings einen Copy-From-Befehl mache und da gar keine Zahl drin ist, dann habe ich gelost. Weil sobald ich Copy-From 0 mache, ja, meckert sie. Es könnte ja sein, dass das irgendwie ignoriert, aber
Ein Try-Catch-Block haben wir hier leider nicht. Boah, ich muss so begrenzt arbeiten hier. Aber es geht, es geht. Komm, das schaffen wir. Ich definiere hier gleich am Anfang den ganzen Müll. Aber das bringt mir nichts. Außer ich mache noch mehr Jump-Befehle. Das ist auf keinen Fall die Lösung, weil es absolut nicht optimal ist. Ich probiere es aber trotzdem mal umzusetzen. Ich kopiere es allerdings erstmal. Und dann verrunzle ich es. If negativ. If negativ. Ach Gott, das muss man checken. If negativ in Box. Boah. Ich wollte die ein paar Mal verschachteln, aber wie gesagt, es wird so nichts. If negativ habe ich die 1. Dann gehst du auf die Inbox. Und wenn das auch negativ ist, legst du es in die 3, habe ich gesagt. Rechts tue ich die Minuszahlen. Da die Plus-Plus-Zahl. Und wenn das stimmt, Copy to 3. Beziehungsweise muss ich nicht mehr. Wenn zweimal negativ ist, dann machst du nicht Copy to 3, sondern Copy from. Zwei selber haben 0, gell? Copy from 4, genau. Und hier fängst du von vorne an. So. Ich sag jetzt, mit der Verschachtelung gibt Probleme. So, jetzt, wenn es nicht negativ ist. Jetzt if negativ. Copy from, dann kannst du nämlich die 1 nehmen und die outboxen. Habe ich die andere überhaupt ausgeboxt? Nein. Ich sag, das ist eine das ist nicht die offizielle Lösung. Kannst du, also offiziell ist sowieso fraglich, weil es gibt zu viele Varianten, die immer noch in der Optimierung reinpassen. Aber das ist weit davon entfernt. Guck mal, jetzt haben wir if negativ, zack. Dann tut er es auf die 1. Wobei, das muss er gar nicht. Oder muss er es doch? Muss er nicht. Dieses Copy 2 kann eigentlich komplett dann weg, wenn ich diese verschachtelten Dinger mache. Weil ich verwende die Zahlen nicht mehr. Ich arbeite nur mit den Jump-Befehlen. Das ist ja eine Katastrophe. If negativ. Was ist das für einer? Der kann weg. Du machst eh nichts. Okay, das ist vielleicht doch gescheiter aus am Ende, als ich dachte. Inbox if negativ, zack. Inbox if negativ. Dann haben wir zweimal negativ. So. Gott, ich sag ja, das mit den Jump-Befehlen muss man hinkriegen.
Ich mache jetzt mal mit dem Positiven weiter. Wenn es nicht negativ war. Warum boxe ich hier schon was aus? Ja, doch, stimmt eigentlich. Ansonsten, das ist schon richtig. Das muss ich aber nicht hier machen. Negativ. Ich weiß nicht, ob ich mich schon auf die Optimierung konzentrieren soll. Ich mach's erstmal nicht. Und Outbox. Boah, das da unten ist eigentlich Quark. Da habe ich jetzt mindestens eine Sache geschafft. If negativ, Inbox, if negativ. Gut, 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 gut. Dann haben wir zweimal negativ. Gut, zweimal negativ funktioniert. Haben wir zweimal positiv. Macht der Copy 0. Ne, Copy 2 brauche ich ja nicht mehr. Warum sind hier zwei if negativ? Dich brauche ich gar nicht. Dich auch nicht. Ich sage ja doch, vielleicht kann das Programm gescheit aussehen mit der Taktik. Inbox if negativ, gut. If, wenn das ist... Falsch. Falsch. Hier funktioniert das nicht mehr. Irgendwas habe ich kaputt gemacht, kann es sein. Zweimal negativ, gucken wir nochmal. If negativ, zack. Toll. Ich habe irgendwo irgendwas kaputt gemacht. Und ich weiß natürlich nicht wo. If negativ, zack. Inbox, if negativ, zack. Dann haben wir zweimal Ding. Also die zweimal negative funktionieren jetzt. Jetzt, was habe ich kaputt gemacht vorhin? Copy to 0 habe ich weggenommen. Okay. Das kommt auch vorerst weg. Jetzt will ich zweimal positiv haben. Das kann weg. Copy from 4 und Outbox, weil das sinnlos ist, deswegen kann ich hier hin. So, Inbox if negativ, nochmal Inbox if negativ, gehst du dahin, korrekt. Inbox, es bleibt positiv, geht er weiterhin positiv. Ja, ja, jetzt brauche ich noch ein if negativ. Wenn er jetzt ein if negativ bekommt, dann brauche ich ein copy from. Was habe ich getan? Wenn ich hier ein if negativ, das ist der Fall. Und Outbox. Was ist das da unten eigentlich? Das kann komplett weg. Ich weiß nicht mehr, was das sollte, aber das kann weg. Und der Jump-Befehl ganz am Anfang kann mal auch weg. Der übersichtshalber. So, haben wir jetzt diese verschachtelten, blödsinnigen Dinger. If negativ, zack. If negativ, gut. Copy from things.
weil beide negativ sind. So, wenn beide positiv sind, gehst du ebenfalls da, korrekt. Wenn das erste positiv ist und das zweite negativ, dann holst du dir das da. Wenn das erste negativ ist, aber das zweite positiv, dann gehst du dahin. So, hier muss ein Jump-Befehl nach oben wieder. Ich denke, ich habe was geschafft. Ihr könnt wieder aufstehen. Egal, wo ihr euch schlafen gelegt habt, oder aufs Bett, oder auf die Couch, oder auf dem Stuhl angepennt sein, weil es so bequem ist. Ich denke, ihr könnt alle wieder aufwachen. Wir schauen. Inbox. If negativ, zack. If Dings, if negativ. Zack, und das ist beides negativ. So, positiv. Zweimal positiv kommen wir auf. Zack. Zack. Ebenfalls korrekt. Positiv. Und dann negativ. Muss automatisch das nehmen. Negativ und dann positiv, muss er das nehmen. Jump-Befehle davor sind gemacht. Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube. Macht so richtig auf jeden Fall. Lustigerweise müssen jetzt 4x0 kommen. Lustigerweise, hier passiert gar nichts. Ich dachte eigentlich, ich brauche die Plätze, aber nö. Hier passiert nicht so viel. Das ist das erste Mal, denke ich, wo hier eigentlich die ganze Magie passiert und nicht hier auf dem Feld. Aber das habe ich nicht geschafft. Gute Nacht, das zu verbessern. Es sind viel zu viele blöden Dinger da. Mal sehen. Kann ich mit Inbox und Outbox besser arbeiten? Warum sage ich mal Box statt Box? Keine Ahnung. Aber hört sich gut an. Copy from copy to bla bli blub bla bla bla. Aber ich finde es interessant, wie gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sehe, dass tatsächlich im Hintergrund nur viel passiert. Deswegen ist ja die grafische Oberfläche hier so interessant, weil man irgendwas sieht, was tatsächlich passiert. Aber hier nicht so. If negativ in Max. Inbox. Wie viel hat mir eigentlich gefehlt? Welche blöden Dinger sind das? Das macht's doch noch schlimmer, oder? Okay, es hat es nicht viel verschlimmert, aber auch nicht viel verbessert. Die Inbox muss noch weg. So. Warum sind eigentlich immer beide gleich tatsächlich? Warum gibt er mir nur die?
Was war das? Das waren diese verschachtelten. Und da habe ich was anderes probiert. Dann die verschachtelten habe ich ja jetzt geschafft. Das kann weg. Gib mir mal. Inbox. Copy from. Outbox. Tada. Ja, eben. Es wundert mich nur, dass ständig 4-0 herauskommen. Gib mir mal ein anderes. Ja, jetzt endlich mal unterschiedliche. Okay. Es wäre aber schön gewesen. Okay. Kann ich eigentlich hier? Nee. Was schreiben die sich ständig auf? Okay, dann haben wir dieses Mysterium gelöst. Ich muss die zwei Inboxe nehmen. Warum sind es drei Inbox? If negative. Ein Inbox. If negative, der zweite Inbox. Stimmt irgendwas nicht? Weil diese drei Inboxe sind halt verwirrend. Inbox if negativ. Es ist positiv. Inbox. Zu viele Inboxe. Inbox if negativ, zack. Inbox if negativ, zack. Warum auch immer. Inbox, zack, Inbox, zack. In beiden Fällen lande ich hier. Das ist doch wunderbar. Outboxen kann ich oben nicht. Das wird mir auch keinen zusätzlichen Punkt geben, wenn ich Outbox weglasse und dafür das hier hin mache. Toll, es kommt 4x1. Ey, ist die witzig. Ich denke, das habe ich aber verbessert um 1, kann es sein? Ich denke schon, aber Laufzeitoptimierung habe ich 1 mehr geschafft. Nein. Wie viele brauche ich denn nochmal? Zeig nochmal. Die machen mir echt 4x immer dasselbe. Ist das Programm dafür gewappnet? Ich versuche halt eher das Programm auszutricksen. Meistens. Negativ. Eigentlich das hier kann ich verwenden. Ich will das aber nicht verhunzen, das Programm. Ich benutze. Was war das eigentlich für eine Idee? Das habe ich mittlerweile komplett vergessen. Einfügen. Outboxen, ja.
Inbox. Jump. Ich mache eventuell nur Blödsinn. Kein Beispiel an mir nehmen. Weil es verwirrt mich, dass tatsächlich immer 4x0 oder 4x1 kommt. Ich will wissen, ob das Programm das anders kann oder mich tatsächlich dazu verleiten will. Ha, jetzt bist du auf eine Idee gekommen? Haha, doch nicht. So in dem Sinne. Okay, das hab ich. Inbox, Inbox. Jetzt habe ich hoffentlich keinen Fehler gemacht. Okay. Ja, checkt's. Er checkt sowas voll. Okay, wir lassen es wieder damit ablaufen. Ja, jetzt kommen wunderschön 0 und 1 raus. Jetzt bin ich glücklich mit den Beispielen. Sehr schön. Es kommen auch ständig nur solche, gell? Ach ja. Jetzt bin ich glücklich. So. Aber wie geht das? Okay, ich bin einen Schritt näher gekommen. Nur noch ein Arbeitsschritt zu viel. So nah bin ich dran. Aber ich verhunze das Programm dafür so viel. Es geht eben nur um das Ziel hier, nicht um den Weg. Ich habe unten, wie ihr seht, einfach nur der Inbox-Befehl. Oben wird komplett ignoriert. Außer beim ersten Mal. Deswegen inboxe ich hier und entscheide direkt, wohin gejumpt wird. Durch den if-negativ hier gibt es halt auch die Möglichkeit, dass ich statt ganz oben, ich habe keine Übersicht mehr, direkt hier bin. Yay, die Laufzeitoptimierung ist besser. Die Befehle dagegen haben sich etwas angesammelt. Dafür musste ich mal wieder nur das Programm zerschießen. Aber sowas von. Oh Gott. Hunderte Jump-Befehle, die nicht einmal mehr notwendig sind. Hi. Weil das Problem ist, er hat hier den Anfangsding, da ich das allerdings nicht mehr wiederhole, sondern hier die Entscheidung treffe. Ja, ist der ganze Kram oben eigentlich nutzlos. Das kann ich beseitigen, das Chaos. Ich kopiere sicherheitshalber mal. Was war das denn? Gut, die Idee kann, denke ich, komplett wegfallen mittlerweile. Jetzt nachdenken, dass ich keine Fehler mache.
das der höchste Pfeil? Das ist der höchste Pfeil. Das heißt, alles drüber kann weg. Genau. Außer dieser Jump-Befehl, den brauche ich. Damit mache ich das Programm ist komplett beschissen. Und zwar so. Wie viele Dinge hat es jetzt noch? Vorausgesetzt, das stimmt. Gut, 4×1 sieht richtig aus. Hey, das... Die Laufzeitoptimierung stimmt aber noch. Ist zwar ein Schritt mehr als, als die vorherige Lösung, aber im perfekten Rahmen. Was kann ich jetzt noch wegnehmen? Da ich das Programm jetzt ein bisschen anders gebaut habe, oben erst die Grundidee hatte, dann unten habe ich es optimiert. Deswegen, ja, ich sag ja, diese Befehle, man kann das Programm so kompliziert machen. Ist bestimmt gut für Hacker. Die können so ein kompliziertes Programm schreiben, da blickt dann keiner durch, allein nur wegen diesen Jump-Befehlen. Da dreht jeder durch, das zu entziffern. Wobei es ganz komische gibt. Ich denke, es gibt sogar eine Programmiersprache, die mit Emojis arbeitet. Oder mit, allein nur mit Dingsbums. Mit Leertasten und Tabs. Ich meine nicht Python. Ich meine schon wirklich nur mit Leertasten und Tabs, sonst nichts. Also das ist, was die Leute sich alles ausdenken, ist geil. Aber wer will das im Leben je benutzen? So, ich habe gesagt, ich fange hier an. Ein Ding muss noch weg. So mache ich aber keins weg. Ich ersetze nur das eine durch das andere, gell? Das ist kein Stück besser. Ich bin sogar irgendwo ein Befehl zu viel. So, das ist der Befehl? Ja. Okay. Welchen Befehl kann ich noch wegtun? Wieso funktioniert das eigentlich? Dumm mal gefragt. Achso, weil ich von hier unten anfange. Ja, seht ihr, ich komme bei meinem eigenen Programm wegen den Jump-Befehlen schon durcheinander. Inbox. If negativ, zack. If negativ, ja, ansonsten zack. Ach, okay, die benutzen beide denselben Outbox-Befehl, gut. Okay, kann ich damit leben? Das ist eigentlich dasselbe, was ich oben hatte. Ich weiß nicht, ob ich es mir einfacher oder schwerer gemacht habe. Ich habe die Laufzeitoptimierung geschafft, das ist aber das einzige Positive. Das ist, wenn ich zweimal positiv habe. Das ist, wenn ich zweimal negativ habe. Die führen direkt hin. Einmal negativ. Ah ne, das ist nicht, wenn ich zweimal negativ habe, sondern einmal negativ, einmal positiv. Andersrum, positiv und negativ. Negativ, positiv. Okay, gibt es auch. Deswegen funktioniert das Programm auch. Aber wie schmeiße ich eigentlich? Habe ich noch ein Ding frei irgendwo? Was war das eigentlich nochmal? Boah, ich check meine Programme nicht mehr. Ich check sie nicht. Gut, schmeißen wir das mal weg. Egal was es macht zu viel.
fügen es da ein. Jetzt muss ich doch nur das da schaffen. Inbox. Jump if negative. Inbox. Jump if negative. Habe ich es jetzt geschafft? Ich lasse mal durchlaufen, ohne zu checken, ob es richtig ist. Wie nicht genau. Ja. Ah, deswegen funktioniert das nicht. Was ist denn das Problem jetzt schon wieder? Ach, ich muss checken, wo der Fehler liegt. Inbox? Ah, Moment, was ist das für ein... Der Inbox-Befehl hier unten stört mich. Jetzt stimmt's, oder? Aber jetzt ist es dasselbe beschissene Programm eigentlich. Ich bin eigentlich zu den Anfängen gekommen. Okay, wir sind wieder am Anfang. Wie lief das nochmal? Was? Warum funktioniert das nicht? Was habe ich hier geändert? Inbox. Zu viele Inbox-Befehle sind da, sehe ich schon. Ich muss nur wissen, welcher raus muss. Ich denke, dieser hier. Nein. Check das Programm. Inbox, if negativ, zack. Inbox, if negativ, zack. Wenn nicht negativ, zack. Gut. Dann noch ein Inbox, if negativ, zack. Ansonsten... Hä? Zwei, zack. Zwei. Okay. Na. Da ist was passiert. Inbox. Der Inbox-Befehl an sich ist falsch. Stimmt's jetzt? Okay. Der Inbox-Befehl an sich war falsch. Inbox, zack. Und da wird es nochmal überprüft. Es gibt auch nur ein Outbox-Befehl. Aber dafür diesen Jump-Befehl. Ist das gut oder nicht gut? Ich denke, es ist gut. Everyone.